Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Modtest Landwirtschaftssimulator 2013. Heute teste ich für euch den Hundezwinger. Ja, im Infokasten steht nichts. Die Beschreibung lese ich kurz vor. Der Hundezwinger mit zwei Hunden und Hütte. Beim Vorbeigehen bellen die Hunde. Original Tantas, platzierbar gemacht Schwaki. Ja, der Hundezwinger kostet 500 Euro. Ich würde mal sagen, das passt. Und zu verkaufen kann man um die Hälfte, also 250 Euro. Ein Bild wurde beigefügt und das passende Logo auch. Ja, wie schon gesagt oder vorgelesen, kann man diesen Mod auf der Map frei platzieren. Natürlich geht's nicht überall, das ist aber bei jedem platzierbaren Gegenstand so. Ja, man kann ihn auch mit den Tasten A und S um die eigene Achse drehen, wie man jetzt sehen kann. Wir stellen ihn mal am besten so hin. So, perfekt. Und dann kann man ihn einfach mit der linken Maustaste hinstellen. Und dann müsste er eigentlich dastehen. Perfekt. Ja, und man hört sofort das Gebelle. Obwohl ich sehr weit weg bin, bellen die noch. Jetzt haben sie aufgehört. Jetzt geht's wieder los. So knapp. 15 bis 20 Meter, ich weiß nicht. Ja, jetzt schauen wir uns das mal genauer an. Die Hütte ist umzäunt. Das passt. Dann die Tür hier vorne öffnet sich nicht. Also wenn man hier hingeht, öffnet sie sich nicht von alleine. Man kann aber durchgehen. Also man kann durch den Zaun durchgehen. Solange die Hunde nicht durchkommen, ist alles in Ordnung. Was ich sehr schade finde, schaut euch mal den Hund an. Den gibt es nur zur Hälfte. Die Beine sind im Boden versunken. Und was ich auch sehr schade fand, dass die Hunde nicht rumlaufen. Das wäre sehr cool gewesen. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Mod, wie ich ihn heruntergeladen habe. Aber als ich dann gesehen habe, dass die nur hier rumstehen und ja, ein kleiner Bug drin ist, hat mir das nicht mehr so gefallen. Ja, bellen tun sie sehr gut. Also, das passt. Man kann auch hier reingehen, aber leider auch hier durch. Also das ist irgendwie eine Luftwand. Sieht auch nicht besonders hier drin aus. Also ja, man darf nicht viel erwarten für diesen Mod. Muss man mal dazu sagen. Die Tür schließt sich auch nicht. Also die ist die ganze Zeit offen. Ja. Schauen wir nochmal nach oben. Hier das Dach. Also sie bellen die ganze Zeit, wenn man vorbeifährt mit dem Traktor und auch wenn man vorbeiläuft. Jetzt hören sie zum Beispiel auf zu bellen und wenn man in einem bestimmten Umfeld ist, dann fangen die das Bellen an. Ja. Schauen wir uns mal die Hunde noch genauer an. Sie sehen, also dieser Hund sieht irgendwie etwas komisch aus. Da wurden Farben zusammengemischt. Das ist nicht mehr erträglich. er schaut auch relativ böse. Der da sieht schon besser aus. Ist halt leider ein Bug drin. Das, was ich etwas blöd finde. Ja. Na gut. Sonst passt eigentlich alles. Schade, dass man durchgehen kann, aber ja, okay, für einen Fun-Mod ist es schon relativ cool, aber ja, ich weiß nicht, ob ich ihn persönlich im Spiel aufnehme, das müsst ihr für euch selber entscheiden, wenn ihr ihn runterladet. Ihr könnt ihn natürlich selber testen, weil ich werde diesen Mod wieder in der Beschreibung verlinken. Also irgendwann nervt das Gebelle, ehrlich gesagt mal, deswegen gehe ich jetzt mal da weg. Ja, hört jetzt mal wieder auf, jetzt. Ja, hallo? Jetzt. Ja, schauen wir doch mal in den Shop. Vielleicht habe ich was vergessen. Eigentlich nicht. Das Bild wurde, wo angegeben wurde, entspricht eigentlich dem, was wir gekauft haben. Der Hundezwinger ist von der Firma Tantas.
Ich weiß nicht, ob es diese Firma wirklich gibt. Bin für alles offen, ich weiß es wirklich nicht. Aber vielleicht wisst ihr, ihr könnt mir es ja mal in die Kommentare schreiben. Sehr cool ist natürlich, dass es mal sowas gibt. Also so Hunde in LS wäre schon mal ganz cool. Aber vielleicht noch ein etwas verbesserter Mod. Also eine kleine Verbesserung dürfte da schon vorhanden sein. Zum Beispiel, dass sie rumlaufen können, dass dieser Bug verschwunden ist, dass man nicht mehr durch den Zaun bzw. durch die Wand der Hütte gehen kann. Also das könnte man auf jeden Fall alles noch ändern. Und ich hoffe darauf. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Von mir bekommt dieser Mod 2 von 5 Sternen. Leider. Ja. Ich sag dann mal wieder Tschüss und ja, viel Spaß beim Spielen.